53. Spieltag der Penny DL. Straubing Tigers gegen die Bietigheim Steelers. Straubing nach 2 Niederlagen in Serie wollen wieder zurück in die Erfolgsspur. Ja, und Bietigheim, die wollen immer noch an Tabellenplatz 14 rankratzen. Deswegen auch da unbedingt ein Sieg heute ist Pflicht. Hinein in die Partie. Straubing, die kommen da gut aus der Kabine. Und gleich mit dem 1:0. 14. Spielminute, Marcel Brandt in seinem 500. DEL-Spiel. Schöner Pass von Adam und Lipon an Brandt. Abgefälscht war auch noch dieser Handgelenkschuss. Aber dieser Treffer gehört am Ende dem Nationalverteidiger. Andere Seite, auch da Fehler im Spielaufbau und das die beste Möglichkeit für die Steelers, denn Elias Lindner, der parkt da vor Bugel und dieser Schuss ging ganz knapp am Tor vorbei. Ja, Pekka Kanga Salusta, er weiß, es muss im zweiten Drittel vor allem offensiv mehr kommen. Wieder die Tigers, guter Spielaufbau, dann 2:1 Situation, Querpass, Tor! Travis St. Dennis in der 25. Spielminute erzielt das 2:0. Schön herausgespielt, Ian Scheib mit dem wunderschönen Pass. Aber Cody Brenner, der Torhüter der Steelers, der hat sich bei dieser Aktion schwerer verletzt. Denn er bleibt da mit dem rechten Fuß am rechten Pfosten hängen, überdehnt sich so das Knie. Und für ihn war dann leider der Arbeitstag vorzeitig beendet. Für ihn im Kasten Leon Dubrava. Immer noch zweites Drittel. Fehler im Spielaufbau. Erster Schuss Latte. Und dann ist die Scheibe im Tor. Nur noch 1:2 aus Sicht der Steelers. Timo Lepaus macht das gut. Zuerst der Schuss von Jesper. Der geht da an die Latte. Und Bugel probiert es dann noch mit dem linken Schoner. Noch besser zu sehen in der Hintertorkamera. Latte. Und hier mit dem linken Schoner ist er noch dran, aber eben nicht gut genug. Straubing, die Antwort ist hier. Überzahl und wunderschöner Treffer. Taylor Lear, 36. Spielminute. St. Dennis, der leitet das Ganze ein. Turnbull mit der Übersicht, der sieht Taylor Lear hereinspazieren. Oben rechts im Bild, der klopft aufs Eis. Ich will die Scheibe, gib mir die Scheibe, bekommt die Scheibe. Und ansatzlos dieser Schuss hinein ins Glück. Tom Pokel, 3:1 Führung nach 40 Minuten. Passt soweit. Letztes Drittel. Bietigheim, die lauern auf Konter. Wie diesen hier. 44. Spielminute. CJ Stretch, Tor aus dem Nichts. Edwall mit dem Pass. Und Stretch, Kopf ist oben, der sieht eine kleine Lücke im kurzen Eck von Bugel. Linke Seite zu weit frei, ansatzlos, an der Fanghand vorbei, Bietigheim wieder dran. Dann Überzahl Steelers, Scheibenverlust und einer ist auf und davon. Mike Connolly, 4:2, Unterzahl Tor für die Tigers. 47. Spielminute. Garrett Festerling mit dem Pass. Und Connolly, Kopf ist oben. Er schaut nur Richtung Kreuzeck. In der Hintertor noch besser zu sehen. Connolly, er schaut ins Kreuzeck. Er will ins Kreuzeck. Er trifft ins Kreuzeck. Bitter für die Steelers. Und es wird noch besser für die Straubing Tigers. 56. Spielminute. Wieder St. Dennis, cleverer Pass. Und Samanski macht hier absolut den Deckel drauf. 5:2 heißt es am Ende für die Straubing Tigers, die über die gesamte Partie hinweg die bessere und clevere Mannschaft war und deswegen verdient am Ende als Sieger vom Eis geht. Und nun die Stimmen zum Spiel. Ich glaube, im ersten Drittel sind wir eigentlich ganz gut reingekommen, hatten auch ganz gute Chancen. Ja, dann haben wir dumm 1:0 bekommen. Danach haben wir ein bisschen Faden verloren. Ja, dann haben wir uns nicht gut verkauft, finde ich. Sind dann nochmal zurückgekommen. Und am Ende, glaube ich, ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch. A couple tough losses. Tonight was better. It's tough playing against those teams who are kind of playing for nothing.
We did our job, we didn't do everything right, but it's a good building point for us. Die Straubing Tigers feiern einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Top 6. Auf der anderen Seite, die Bietigheim Steelers bleiben weiterhin Tabellenschlusslicht der DEL. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.